So, willkommen zu einer neuen Folge von Angeschaut und Ausprobiert und gleich am Anfang die Spielauswahl für die heutige Folge. Mal schauen, welches Spiel es heute wird und dann es eben in diese Folge schafft. Okay, also heute Prime World, auch wenn ich das schon mal kurz angespielt habe, installiere es jetzt gerade nochmal. In Steam steht aktuell, dass ich da 4 Stunden mal drin verbracht habe, also wahrscheinlich so einen halben Tag ein bisschen reingeschaut. Mal sehen, was sich inzwischen alles dort so geändert und getan hat. Ich weiß noch, dass ich dort auf der einen Seite ein Königreich aufgebaut habe und auf der anderen Seite irgendwie mit Truppen unterwegs war. Ja, nachdem der Steam-Client nur runterzuladen war, zunächst, also beziehungsweise der Download-Client, erstmal nur mit 17 MB Installation und 14 MB Download, ist jetzt erstmal das größere Paket noch fällig. Das heißt, der Client installiert jetzt die. Ja, es fehlen dann noch 2 GB, die er erstmal runterladen muss und dann mal sehen, wie viele Updates oder irgendwas dort noch getan werden muss. Und dann geht es direkt ins Spiel. Damit ist Prime vollständig installiert. Ich habe jetzt gerade während des Downloads noch ein bisschen nachgelesen. Das Spiel geht ja, Richtung Arena-Spiel, so wie League of Legends und Dota. Ja, ich werde jetzt einfach mal reinsteigen, mal sehen, wie gut ich mich wieder dort einfinden kann. So, das ist jetzt die Rückkehr zu meinem Schloss. Ja, erstmal schauen, was jetzt hier überhaupt der aktuelle Stand ist und was hier alles so los ist. So, wie ihr seht, ich bin eben schon mal in dem Spiel gewesen. Ich hatte das schon mal mindestens einmal ausprobiert. Aber es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr an viel erinnern kann, außer dass ich eben hier ein Schloss habe, in dem ich eben irgendwelche Ressourcen oder irgendwelche Sachen anbauen musste. Womit dann die Frage ist, was ich dann damit am Ende auch angestellt habe. Ich habe jetzt anscheinend schon ja, mehr Materialien, als ich brauche. Okay, ansonsten gibt es hier einen Haufen Quests auf dem Weg zur Meisterschaft, Prime-Kämpfe. Teilnahme am Schlachten des Helden nicht vergebens, erhöht die Attribute eines Helden. Okay, Champion 2, Erfahrung des Lords. Oder annehmen, ist alles schon anscheinend erledigt. Ist anscheinend auch schon erledigt. Vielleicht ist das auch einfach eine neue Questreihe, die sozusagen später ergänzt wurde, gegenüber dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal gespielt habe. Ich weiß nicht mehr, ob das hier unten, das sind die Helden, die einzelnen Kämpfer. Achso, das sind wahrscheinlich dann die Typisierungen. Und die Blitzfaust habe ich dann zumindest schon mal auf Level 2. Das heißt, ich habe mit dem schon irgendwas gespielt. Und den Highlander habe ich auch schon mal verwendet. Na gut, dann ja dieser riesige Talentebaum. Oder halt die Talente, die dann ausgewählt werden können. Und mit den ganzen Fähigkeiten. Also mal schauen, wie viel ich da einsteigen kann. Und wahrscheinlich werde ich einfach dann nur ein einzelnes Spiel mit aufnehmen und sonst hier einfach mal versuchen, noch ein bisschen durchzuschauen. Der dritte Meisterlevel mit einem bisherigen Helden erreichen. Okay, das ist dann noch zu tun. Das ist also noch nicht abgeschlossen, weil Stufe 2 habe ich ja bisher nur. Und neuer Feldzug. Manchmal finden wir altertümliche Artefakte in der Prime-Zone. Vor kurzem hat Forscher und Willow in der Prime-Zone ein Artefakt gefunden. Und Prüfungen sind für Gruppen von 5 Spielern bestimmt. Okay, das heißt, das kann ich dann auch nicht alleine machen. Dann Erweiterung der Grenzen. Ein befestigtes Schloss ist eine gute Basis zur Organisation. Wähle Baupanel und Erweiterung des Territoriums. Gut, das habe ich anscheinend auch schon mal abgeschlossen. Dann Bauernhof ist ja auch schon gebaut, der steht ja da unten. Das heißt, das sind irgendwie nochmal Quests, die anscheinend zurückgesetzt wurden. Und jetzt habe ich mit dem Schloss bereits Level 7 erreicht.
und meine ganzen Ressourcen sind auf jeden Fall voll. Aber die Einwohnerzahl ist bereits mehr, als ich habe. Wahrscheinlich ist da irgendwas geändert worden, dass man jetzt dann irgendwie Unterkünfte braucht, die man vielleicht vorher so nicht brauchte. Genau, Landgut bauen. Mal, da sind die... Ach, dafür habe ich nicht genügend Bewohner. Ich dachte, ich hätte jetzt zu viele Bewohner. So, die Prime-Kristalle kann man gegen Gold kaufen, während das hier ja wahrscheinlich eine Art Premium-Währung ist. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Okay, Gold kann man einkaufen. Helden. Irgendwelche Boni. Starterpaket. Gut, das ist alles dann der Echtgeld-Shop, weil es natürlich eben für das Free-to-Play irgendwo ja eine Geldquelle geben muss. So, hier heißt es auch noch 10 Siege zu erringen, das heißt, da ist alles noch zu tun. Jetzt ist noch die Frage, wann ich hier wieder was bauen kann. Für Helden nicht genügend Bewohner. Herstellung nicht genügend Bewohner. Ja, das gilt mir, geht mit allen Dingen so. Was aber irgendwie Käse ist, wenn die hier doch bereits überschritten wurde. So, das sind die Werte. Produktion. Manufaktur. Lager. Aufbewahrte Ressourcen. Ausbau. Preisverbesserung, zwei Personen, die aber irgendwie nicht verfügbar sind. Aufbewahrte Talente 32. Und das sind die... Grenzgebiet, Kampf 5 gegen 5. Ja, so mit dem Wiedereinstieg tue ich mich jetzt etwas schwer. Von wegen, was ich jetzt eigentlich genau anstellen soll. Prime Distiller produziert Prime Kristalle. Investition von Erz verdoppelt die Produktivität für 23 Stunden, hoffe ich, nicht Sekunden. Könnte ich da eher Erze reinwerfen. Aber letztlich... Okay, das heißt, ich brauche jetzt schon 138 Bewohner. Die Frage ist jetzt, wo ich hier tatsächlich Bewohner herbekomme. Wenn ich die doch letztlich nicht bauen kann. 1 von 1. Okay, ich kann nicht mehr Elemente bauen. Das heißt, vielleicht kann ich ja das Schloss irgendwie aufleveln. Aber da steht jetzt hier irgendwie nichts so richtig. Die sind alle blockiert. Ermöglicht es täglich neue Waren zu kaufen. Er baut im Schloss 0 von 1. Habe ich aber auch nicht genügend Bewohner dafür. Mit des Clans zu erschaffen. Dafür brauche ich sehr viel mehr Silbermünzen. Dienstleistungen. Ein Hundehaus. Bau Hundehaus und in deinem Schloss lässt sich ein neues Haustier Welpe nieder. Alle Helden, sowohl die bereits im Dienst stehen, als auch die zukünftigen, bekommen 27 Erfahrungen. Der Effekt multipliziert sich nicht, erhöht die Anzahl der aufbewahrten Talente um 32 und Rohstoffe um 1000, liefert jeden Tag die Rohstoffe zum Bauen. So, nach so langer Pause habe ich anscheinend jetzt noch einen Bonus von wegen goldenes Zeitalter bekommen, die wahrscheinlich so eine Art Premium-Status haben, womit ich bestimmte Chancen halt hier multipliziert bekomme. Und was ich jetzt mit den anderen Sachen noch anstellen kann, erhöht die Bevölkerung deines Schlosses um 306. Gebäude im Schloss erbaut, 1 von 1. Ja, aber genau das bräuchte ich doch. Ah ja. Okay, jetzt hat es geklappt. Damit ist jetzt meine Bevölkerung gestiegen. Und dann kann ich jetzt hier auch weiterbauen. Sägewerk gebaut, Mine gebaut. Das ist alles schon abgeschlossen. Und jetzt noch ein... Okay, Lager ist auch schon vorhanden. Talentefundgrube ist auch schon gebaut geworden. Und die Bibliothek bis zum zweiten Level verbessern, auch schon passiert.
Prime Distiller bauen. Da habe ich ja hier gerade schon reingeschaut. Das war dieses Teil dort. Finaler Akkord. Talentschmiede bauen. Gut, dann jetzt eine Talentschmiede. Dann ist sie doch schon da. Wenn ich sie nicht bauen kann, muss sie schon da sein. Bauernhof, Sägewerk, Manufaktur, Landgut, Lager, Bibliothek. Kann ich die Sachen eigentlich verschieben? Ja, ich denke, hier kann ich sie verschieben. Aber ich kann das Teil nicht erbauen. Okay. Talente für Helden. Aus den bearbeiteten Kristallen zu züchten, ist eine noch komplizierte Kunst, als diese Kristalle zu erschaffen. Baue eine Talentschmiede, platziere in ihr einen Prime-Kristall und hoffe auf das Beste. Denn selbst die Meister wissen nicht, was für ein Talent diesmal vom Prime erschaffen wird. Wähle das Baupanel und baue eine Talentschmiede. Ja, dann lass sie mich doch bauen. Warum ist das Ding jetzt blockiert? Leute. Also der Markt kann nicht gebaut werden. Das Ding kann auch nicht gebaut werden. So, die kosten jetzt nur 49 Goldmünzen und ich habe aktuell 3000, wo auch immer die herkommen. Das Schloss hat Level 8 erreicht. Und ich habe wieder eine Menge Ressourcen bekommen und alles ist ziemlich voll. So, 4 Fertigkeitspunkte für den Jäger. Der Held Jäger hat den 3. Fertigkeitslevel erreicht. Damit ist er dann auch dieses eine dort abgeschlossen. Plus 2,8 Regeneration Gesundheit und 20 Energie wird generiert, wenn er andere getötet hat. Ah, okay, die anderen haben auch Level 3 erreicht. Damit sind sie alle ziemlich aufgestiegen. Gut. Okay, damit ist die Fähigkeit abgeschlossen, weil es haben jetzt mehrere Helden. Okay, was muss ich jetzt machen? Okay, nächstes Level. Dein Held Land hat den 3. Fertigkeitslevel erreicht. Sägewerk beschafft, ja, ist ja klar. Sammle ich die jetzt automatisch ein? Nee, noch nicht. So, das war jetzt das Katzenhaus. 2 Kristalle produziert es. Stellt einmal täglich eine der Ressourcen her. Und heute stellt es Kristalle her. Sehr schön. Dann noch das Hundehaus gleich daneben, damit sie sich schön kabbeln können. Wenn ich schon so viel Gold habe, warum es nicht für solche Gebäude ausgeben? Und du stellst 2000 Käse her. Also Nahrung. Gut, also zurück zu Dekorationen, sind ziemlich uninteressant oder haben die irgendeine Bedeutung? Ich denke mal im Moment nicht, sondern sind halt einfach Schmuck. So, der Lagerraum ist doch schon gebaut, oder? Anscheinend noch nicht. Ach, dann hat er... Moment mal. Er hat doch gesagt, ich soll eine Talentschmiede bauen. Na gut. Mine bauen und Mine bis zum 9. Level verbessern. Ist anscheinend schon passiert. Damit ist zumindest die Wartezeit deutlich verkürzt. Ja, ist schon auf Level 11. Und da sind die weiteren Verbesserungen. Deswegen waren die schon so weit hochgestuft, auch wenn das mit den Bewohnern irgendwie nicht gepasst hat. So, den Prime Distiller bis zum 2. Level verbessern und mindestens einen Prime-Kristall einsammeln. Also auf Level 2 verbessern. Ressourcen habe ich ja mehr als genug aktuell. Und Produktion über 46 Stunden. 2 Stück. 92 Stunden Füllzeit. Oh je. Kann ich da zwar ein bisschen... Okay, jetzt hat sich die... Verbessert die sich jetzt oder nicht?
Okay, jetzt hat sie sich von 3 auf 6 verbessert. Von 2 auf 3, beziehungsweise von 4 auf 6. Das heißt, dass da zwar mehr produziert werden, aber es dauert immer noch ziemlich lange, bis ich da irgendwie ein Ergebnis bekomme. Okay, jetzt mit der nächsten Verbesserung kriege ich noch einen dazu. Dann lasse ich es jetzt auf Stufe 11 stehen. Das heißt, das dauert noch eine ganze Weile und werde ich auch so nicht zeigen können, weil es ja eben einige Stunden dauert, bis da irgendwas bei abfällt. So, Sieg in den Prüfungen auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. Also, dann gehe ich jetzt mal in den Kampf. Gewöhnliche Prüfungen. Das sind dann schwere Prüfungen, epische Prüfungen. Okay, dann machen wir einfach gewöhnliche Prüfungen und ach ja, mit welchem Helden kämpfe ich denn am liebsten? Rating haben sie alle 100.113. Nicht genügend Talent für die Entwicklung des Helden bis zum Level 36. So, Macht ist auch alle ziemlich ähnlich. Discipline takes too much training. Und die Talente auswählen. Kraft der Gedanken, mehr Energie, Wille, Ausdauer, Stärke, Gesundheit, Intelligenz, Bilder. Fierce is my middle name. Discipline Okay, takes too much training. die müssen freigeschaltet werden gegen die Goldwährung. So, muss ich die eigentlich kaufen? Was sind denn das hier für Kosten dafür? Intelligenz und Gesundheit, Machterhöhung 36. Achso, das kann ich erst im Spiel freischalten. Gut, das sind dann die Sachen, die ihr im Spiel sammelt und aus den verschiedenen Talentbäumen. Und nicht genügend Talente für die Entwicklung des Helden bis zum Level 36. Gut, dann einfach mal ins Spiel, was ja jetzt auch erstmal als Matchmaking gefunden werden muss. Die Durchschnittsdauer der Warteschlange ist 10 Minuten. Das scheint mir, dass das nicht sehr stark besucht wird. So, ist es auch schon auf Level 14. Dann kann ich hier einfach noch ein bisschen rum verbessern. So, das Landgut, das ist wahrscheinlich das, was es vorher in der Form nicht benötigt hat, dass man da die. Wobei, wenn er jetzt schon Level 9 ist, Level 10, das heißt, das ist dann nur das Gebäude entfernt worden. Das heißt, dann waren die Gebäude alle schon mal da. Aber sind wahrscheinlich mit irgendwelchen Updates resettet worden oder rausgenommen worden und mussten dann neu gesetzt werden. Okay. Mal schauen, ob es hier dann irgendein Matchmaking gibt. In der Zeit kann ich mich ja schon mal damit beschäftigen, hier ein bisschen meine Gebäude zu sortieren. Nach dem Umsortieren meiner Gebäude habe ich jetzt gerade noch ein bisschen umgebaut und mein Schloss hat Level 10 erreicht, womit ich ja, jetzt wieder neue Baumöglichkeiten zumindest freigeschaltet bekommen habe. Mal schauen, in welchem, ja, was die genau bewirken und was ich damit dann anfangen kann. Ein kleiner Bestientrupp ist in dein Gebiet eingedrungen und greift die Dörfer an. Schicke deine Helden los, um das Unwesen der Bestien zu stoppen. Okay, das heißt, ich kann die hier anscheinend auf irgendwelche Missionen schicken. Mal gucken, was genau das dann bringt. Stärke Helden 189 aus 160. Kann ich mehrere nehmen? Eher einen? Nee. Und 8 Stunden dauert das und das ist dann die Erfahrung, die die bekommt. Wenn ich sie dränge, ist sie dann wahrscheinlich schneller, aber genau, dann kostet es wieder echt Geld, um das zu beschleunigen. So, schwierige Erholung. Okay, jetzt geht's in die Schlacht. Das heißt, es ist zumindest irgendetwas gefunden worden, wo ich jetzt spielen kann. Jetzt hoffe ich mal, dass ich mich im Kampf noch so weit zurechtfinde. So, hier ist jetzt dann
ja, ein zweites Fenster, wo jetzt nochmal der eigentliche Kampf abläuft und hier noch geladen wird. So, jetzt müssten alle irgendwie gleich geladen sein, dass es dann irgendwie losgehen kann und wir wahrscheinlich gegen die anderen, also hier ist es wahrscheinlich jetzt keine Arena, sondern wir kämpfen irgendwie gegen allgemeine Feinde. Und die Frage ist natürlich, wie und wo jetzt hier eigentlich dann genau die Aufgaben bestehen. Und auch, ja, hier jetzt die Musik erstmal wieder auszuschalten. So, und der kämpft hoffentlich da relativ automatisch. Und okay, wir müssen hier irgendwelche Sachen erobern oder beziehungsweise ja, Fahnenmaste sozusagen anscheinend hochbringen und Punkte besetzen, um Gebiete zu erobern oder für uns zusammenzubringen. Okay, Warenhaus der Bestien kann man wahrscheinlich auch einkaufen. Und okay, also ich denke mal, es ist erstmal so ein PvE-Geschichte. Das heißt, dass dann irgendwie ergänzt wurde, zu sagen, okay, es gibt dann nicht nur Player versus Player, sondern es können auch ja, gegen Environment hier halt irgendwelche Tower Defense-Sachen Art gemacht werden. Okay, Ruf der Wölfe. Achso, das andere ist jetzt wahrscheinlich mein Lebensbalken. Ich weiß gar nicht, was die Katze anstellt. Okay, da oben ging es aber jetzt nicht weiter. So, die fünf Dingsbums sind irgendwie die... So, wütender Speer ist jetzt das nächste. Anscheinend die Fähigkeit, die ich mit den Primes aufgekauft habe. So, da oben sind jetzt noch weitere Flaggen. Also ich glaube, das sind meine Missionen, dass ich hier die Flaggen im Wald hissen soll. Oh. So, der ist jetzt erledigt. Und jetzt kann ich zumindest die Flagge auch hissen. Das heißt, ich habe jetzt drei... ja, aufgebaut. Oh, weg, 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 weg. So, jetzt starten wir wieder mit dem Fernkämpfer. Oh, weg. Okay. Ja, lade das Artefakt auf 42 von 100. Okay, da sind dann irgendwelche Verteidigungsmöglichkeiten. Ist sozusagen etwas schwierig, wirklich einzuschätzen, was ich hier tatsächlich erledigen soll. Also er kämpft normalerweise von alleine, da muss ich gar nicht viel machen. Okay, hier sind die Talente. Kraft der Ahnen, Gesundheit, Regeneration. Ja, auf jeden Fall mehr Regeneration ist auf jeden Fall wichtig. Und noch ein bisschen mehr Schnelligkeit. Wobei Gewandtheit ist wahrscheinlich eher Ausweichen. Und dass der Würgerangriff noch ein bisschen stärker ist. Halt erstmal wieder meinen Wolf dazu holen. So, jetzt mal schauen. Bisse die Flaggen im Wald. Finde und zerstöre die Waldmonster. Hilfe der Macht. So, da kann ich jetzt nicht allzu viel machen. Bis zur Beendigung der Aufgabe verbleiben 30 Sekunden. Ist aber nicht viel.
Ach so, das war die letzte Aufgabe, die da irgendwie. Okay, Artefakt ist aufgeladen. Ich habe jetzt 4 Fahnen gehisst. Okay, jeder von denen schreit jetzt, dass da irgendwelche Leute kommen? Nee. Und das heißt einfach nur, dass da jetzt die Monster einfallen. Okay, da ist jetzt die erste Schlacht sozusagen ausgetragen. Ah, da kommt schon wieder welche. Nein, weg da. Okay, Prime Explosion. So, hier sind jetzt aber keine, bis zum nächsten Angriff. Das heißt, es gibt jetzt keine Flaggen mehr, die ich hissen kann. Ah, okay, hier noch irgendwas Neues. Genau, den Speer verbessern. Und Kraft der Ahnen. Gesundheit. Letztlich kann ich die Fähigkeiten alle so nach und nach einfach freischalten. Je nachdem, wie viel von diesen Mana-Sachen einfach oder von diesem Prime letztlich eingesammelt wird. Ja. So ein Spiel braucht auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung, auf jeden Fall mit dem, überhaupt mal mit den Bewegungen. Finde und töte die Ratten. Alle schon wieder erledigt. Das heißt, die haben die irgendwo abgepasst und alle platt gemacht. Besiege die feindlichen Helden. Okay, da oben ist wahrscheinlich einer. Sonst würde der ja nicht diesen. Ah ja, und da unten kommen andere Helden. Das heißt, der mit dem Stern und noch die anderen zwei. Kann ich den auch direkt hier drauf lenken, weil da oben zu klicken ist natürlich ein bisschen umständlich, wenn die dann so weit weg sind. So, dann den mit dem Fernangriff angreifen und dann ist es eigentlich nur noch der da unten. Damit sind die Feinde alle aufgerieben und jetzt ist die Frage, wie mache ich es eigentlich, das Artefakt aufzuladen? Das heißt, was muss ich dafür machen, um das Artefakt aufzuladen? So, da sind irgendwelche Gegner in den Nebeln. Die irgendwie überhaupt nicht so richtig zu Gesicht zu bekommen sind. Oh, weg. So ein komisches Spuckevieh. Ah, wieso bin ich denn jetzt so schnell geheilt worden? Das heißt, ich kann eigentlich hier einfach die Dinger wegkaufen. Nein! Oh, verdammt. Jetzt brauche ich 20 Sekunden, bis ich wieder da sein darf. Hisse die Flaggen im Wald. Welche ist denn jetzt noch nicht gehisst? Oder wieso ist jetzt eine nicht mehr gehisst? Die Flagge ist verloren. Aha. Ich kann Flaggen verlieren. Das heißt, ich muss die dann wieder zurückbringen. Das ist ja mal interessant. Gut, das mit den Flaggen ist ja auch bei anderen Capture-Reflex-Sachen so, dass man die verliert. Aber ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, dass ich die irgendwo hinbringen muss. So, ist die jetzt noch gehisst? Ja, die ist noch gehisst. Aber das heißt, die haben die dann in der Karte besiegt. Aber das ist einer von uns. Weil wir konnten anscheinend nicht alle Gegenden mit den Flaggen zumindest versorgen, dass die dann zu uns gehören oder halt auch von uns eingesehen werden können.
Da ist wieder eine Mächtigkeitsroute, aber da ist eine Flagge, die gehisst werden kann. Dann frage ich mich, warum die Flagge nicht einfach hissen. Aufgabe erhalten. Bekämpfe die drei Dicken. Okay. Aber jetzt erstmal die Flagge. Und jetzt hat er mich schon wieder unterbrochen. Das kann echt nicht wahr sein. So, nächste. Ah, ich kann mehrere von den Wölfen rufen. Muss ich auch erstmal wissen, dass ich die tatsächlich alle 20 Sekunden dazu holen kann. Wo ist denn jetzt der Dicke hin? Okay, ein Wolf ist gleich weg. Ha, so. Zwei von drei sind schon erledigt. Einen habe ich jetzt erledigt. Aufgabe erfüllt. So, Artefakt ist auch aufgeladen. Vernichte die Anomalie. Oh, der heilt sich sowas von schnell. Bist du die Flaggen im Wald? Ja, toll. Jetzt hat der andere die Flagge gehisst. Ach so, es werden einfach zwei Wölfe auf einmal gerufen. Auf jeden Fall heilt er jetzt nicht mehr so stark. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall schneller unterwegs. Was auch immer diese komischen Katzenviecher machen. Okay, das sind jetzt einfach nur diese komischen Biester. Da greift automatisch irgendwas an. Oh. Ja, sehr gut. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier so oft stirbt. Die anderen sind schon deutlich weiter. Ja, gleich mal hier wieder die ganzen Sachen aufkaufen. Ah, okay, bin ich eigentlich genauso weit wie die anderen, nur dass ich meine Sachen nicht rechtzeitig gesammelt habe. Okay. Auf jeden Fall nicht zu dicht in den Nahkampf gehen, weil ich bin ja eher ein Fernkampfheld. So, Beschleunigung. Dann wieder die andere Fähigkeit. Und ein bisschen zurückziehen. Wieso greifen die eigentlich nicht zuerst die Türme an? Okay. Okay, dann kann ich jetzt weitere Sachen einkaufen. Und es gibt jetzt ein paar. So, hier kann ich dann schneller heilen. Ist natürlich auch gut. Und vor allem auch die Magie, die ich dann auch wieder brauche. Kraft des Rudels plus 9 Stärke. So, wo müssen wir jetzt hin? Das heißt, da unten, wo der Angriff stattfindet, schlage alle Kobolde. Kann man die Dinger irgendwie heilen? Wahrscheinlich nicht. So, auf jeden Fall kommen da jetzt schon die ersten. Die haben jetzt eine von den Fahnen wieder nach unten gebracht. Das heißt, da wo die vorbeilaufen, deswegen gehen die Fahnen dann wieder nach unten. Aber hier müssten jetzt auch gleich noch neue auftauchen. Aufgabe erfüllt. Schlage alle Kobolde. So, wieder mit bisschen schneller. So, der erste ist schon weg. Du sollst doch gar nicht da drauf gehen. Du sollst einfach nur angreifen. Okay. Sind das jetzt eigentlich andere Spieler oder sind das NPCs? Okay, die teleportieren sich einfach nach Hause. Beim Abbruch der Schöpfung kann sich den Besitzer in seinen NPC verbinden.
So. Jetzt wäre natürlich die Frage. Es steht innerhalb von 2 Sekunden, versetzt den Helden an einen ausgewählten Ort innerhalb des eigenen Terrains. Ah, okay, das heißt, da kann man natürlich sich dann bis dorthin hinbeamen, sofern natürlich die Fahnen aktiv sind. So, hier sind die ganzen Talente. Viele davon habe ich jetzt schon gekauft. Mal schauen, was dann sozusagen die sinnvollen nächsten sind, beziehungsweise die eigentlich automatisch vorgeschlagen werden. Ja, wie lade ich jetzt das Artefakt auf? Hier müsste es doch mal noch irgendein Monster geben. Ach, das sind die auf der anderen Seite, oder? Es wäre ja auf jeden Fall interessant, wie weit dort tatsächlich andere Spieler aktiv sind. Mal gucken, was ich da unten noch erwerben kann, weil das ist ja auch irgendwie so eine Art Shop oder sowas. Warenhaus der Bestien. Okay, Zaubertrank der Heilung. Zauberlaterne stellt eine Unsichtbare, die einen Sichtbarkeitsradius um sich herum schafft. 6 Minuten lang. Unsichtbarer Held. Stellt eine Unsichtbare auch nach 6 Minuten. Okay, also eigentlich nur Krimskrams. Aufgabe erhalten. Begleitet den Flüchtling. Da oben ist der Flüchtling. Oder wo ist der Flüchtling? Okay, das Artefakt wird irgendwie von alleine aufgeladen. Nee. Ist doch kein Flüchtling. Ach so, der da wahrscheinlich. Der dort so eben rumläuft. Ist die Frage, ist das der einzige? Und gibt es hier noch irgendein... Okay, der ist jetzt rüber. Und ich kann mich jetzt da hinten hinbeamen. So, erstmal meine Wölfe widerrufen. Okay, wie auch immer er das dann gemacht hat. So, die Flagge ist wieder zurückgeholt und die andere Flagge auch. Und bis zum nächsten Angriff, der von da unten kommt, sind es noch 10 Sekunden. Und wir warten alle gemeinsam auf den nächsten Angriff. Boah. Wo ist er denn? Ich habe keinen Bonus. Okay, der Drache ist gut. Das war sozusagen der letzte Gegner in diesem PvE-Element. Mal gucken, was es jetzt gibt. Errungenschaften, bester Partner, die größte Anzahl von Unterstützung. Na, wenigstens etwas, nachdem ich mich schon irgendwie so langsam von mir aus. Wenn die nochmal mit mir spielen, dann spiele ich noch eine Runde mit. Rechnung des Helden ist immer noch 1113. Im Kampf gewonnene Erfahrung 510 und Erfahrung Vorkampfbeginn 73. Naja, da hat er einiges zugelegt. Statistik. Okay, die anderen haben keinen Bock, nochmal zu spielen. Gut, dann gehen wir da raus. 18 Minuten hat das gedauert. So, das ist jetzt sozusagen wieder das Hauptfenster. Da das Spiel halt immer wieder zwischen 2 Fenstern springt und die Kämpfe in anderen Fenstern ausgetragen werden. Damit habe ich jetzt die Mission abgeschlossen, weil ich habe eine dieser Kampagnen letztlich gekämpft.
Tadelloser Schutz. Das ist eine neue Prime-Element oder neues Talent letztlich, was ich dann eben im Spiel verwenden kann. Gut, jetzt mal noch gucken, was hier jetzt noch so nötig ist. Also Taverne soll verbessert werden bis auf Level 2. Und warte, bis die Heldin die Aufgabe erfüllt. Ah ja, genau, da habe ich ja vorhin die Heldin schon weggeschickt. Für die Belohnung für die Aufgaben öffnet Zugang zu neuen Kenntnissen. So, im Moment habe ich noch wieder ziemlich viele Ressourcen über. Und neue Orte sind verfügbar nach Verbesserung des Gebäudes. Okay, das heißt, damit kann ich einen zweiten Helden mitschicken. Nein, ich möchte die Aufgabe nicht abbrechen, ist okay. Gut, dann Räuberei. Mein Lord, in der Nacht hat jemand die Taverne angegriffen und ausgeraubt. 75 Errungenschaftspunkte im Grenzgebiet bekommen. 5 Fahnen im Grenzgebiet abschlagen. Ach, das sind diese ganzen Ziele. Diese Steinpilze sind wirklich wie besessen vom Waldboden. Sie verbrennen unsere Fahnen und so verlieren wir unsere strategische Überlegenheit. So, leicht. Das ist auch leicht. 75 Errungenschaftspunkte im Grenzgebiet. Und hier. In einer Gruppe von 3 Spielern 4 Siege im Grenzgebiet erringen. Oder 6 Siege im Grenzgebiet erringen. Das ist schon schwer. Gut, dann probiere ich jetzt hier nochmal einen weiteren Kampf aus. Und bleib jetzt mal bei meinem Fernkämpfer. Du kannst diesen Helden nicht im Kampf benutzen, weil er mit einer Aufgabe beschäftigt ist. Gut. Das ist jetzt auch Grenzgebiet, Kampf 5 gegen 5. Während das andere war ja Prüfungen. Und das sind jetzt Grenzgebiete und Apokalypse. Kämpfe auf der Karte des Grenzgebietes, indem du aus den gefallenen feindlichen Soldaten die Horde der verwesenden Zombies erschaffst und aus den Helden, die sie anführen, den Tiere der Apokalypse. Der Modus ist zugänglich bis 16.20 Uhr nach nordischer Zeit. 16.20 Uhr nach Ortszeit. Der erste Angriff. Erringe den Sieg im Trainingsmodus auf der Karte des Grenzgebietes. Okay, dann mache ich jetzt nochmal das Tutorial, damit ich mal noch ein bisschen... Achso, Moment. Du hast deine Kampfteilnahme mal zugesagt. Okay. Na gut. Dafür ist es notwendig, alle Gebäude des Gegners auf einem der Pfade zu vernichten. Genau, soweit, so klar. Verlasse die Basis. Man kann die Basis des Gegners auf einem der 3 Pfade erreichen. Dem oberen... Ah, das hier ist das Minispiel. Soldaten eine Minute nach Kampfbeginn. Im Trainingsmodus kommen sie dir zu Hilfe, sobald du die Basis verlässt. Yes. Gut gespielt. Ah, okay, da hat jetzt schon jemand das Minispiel gespielt. Zerstöre einen gegnerischen Turm. Die Kamerabindung an den Helden wird mit dem Symbol neben der Minikarte umgeschaltet. Okay. Fixieren ist an der Stelle am einfachsten. Und jetzt einen der Türme platt machen. Indem du die Flagge hisst, verwandelst du gegnerische und neutrale Gebiete in eigenes Terrain. Okay, das hat das mit den Flaggen. Ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon drin war. Weil da kann ich mich eben, wie gesagt, viel zu wenig dran erinnern. Let's roll. Töte die gegnerischen Soldaten. Aber bleib etwas im Hintergrund. Und am besten gleich noch mit dem Hammer draufschmeißen. Weiter so. Ja, weiter so, weiter so. Um Prime zu bekommen, genügt es, sich in der Nähe des besiegten Gegners zu befinden. Ah ja. Der Held bekommt jedoch viel mehr Prime, wenn er dem Gegner Vorsicht. Nähere dich einem gegnerischen Turm nicht ohne Begleitung von verbündeten Soldaten. Ah ja, genau, damit die den Schaden einstecken. So, jetzt habe ich auch nicht verstanden, was jetzt mehr ist, wenn ich einen gegnerischen Held angreife, oder? Ein Held hat wenig Gesundheit. Schnell zurück zur Basis, damit du seine Kräfte regenerieren kannst. Benutze das... Okay. Benutze das Portal und kehre damit zur Basis zurück. Auf geht's. Na los. Achso, muss ich ja selber zielen. Ein verbündeter Turm wird angegriffen.
Gut, auf der Middle Lane, wo aktuell nur der Heiler unterwegs ist. Das sind ja auch dann die Minisymbole. Die sind ein wichtiges taktisches Element auf dem Schlachtfeld. Während Let's roll. Erschaffe eine Schriftrolle. Vögel, Schriftrollenwerkstatt. Start. Minispiele. Juhu, was muss ich hier machen? Genau, die Kugeln, Achso, muss ich das irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge machen? Gespielt. Ich habe da noch gar nichts gemacht. Zerstöre alle gegnerischen Türme auf einem Pfad. Ja. Achso, das ist, die Farben werden dann sozusagen dort eingefügt. Und je besser die dann geladen werden. Und irgendwann ist dieses Bild halt voll. Wahrscheinlich geht es dann doch eher nach Geschwindigkeit, als allzu viel zielen zu müssen. So, der blaue dazwischen. Dann jetzt grün. Keine Ahnung, ob die einen Multiplikator drin haben, wenn ich eine bestimmte Anzahl überschreite. Also beziehungsweise wenn ich so Multikombos mache, ob dann irgendwie mehr Farbe dabei rausspringt. Kann ich auf jeden Fall auch meine Prime-Sachen einkaufen. Da muss ich auf jeden Fall schneller sein. Weil sonst habe ich natürlich das Problem, dass ich Farben bekomme, die mir am Ende gar nichts nützen. So, lieber da noch ein Lila dazwischen. Dann kann ich da eine Combo draus machen. Und zack. Juhu, das war schon. Karte erfüllt. Und was gibt's jetzt? Eine Schriftrolle für... Schriftrolle ist fertig. Gut. Schriftrolle übergeben. Oh, jetzt habe ich sie mir gegeben. Naja, macht ja nichts, bin ja eh der Einzige. Zauberin, Sternschnuppen. Explosion, zerstört alle Kugeln im gewählten Bereich. Okay, ein Minispiel machen wir noch. Mal gucken, ob das sieht nach dem gleichen aus. Oh, daneben. So, grün. Nochmal grün, weiß. Das heißt, wenn es so Kombinationen gibt, dann gibt es da vielleicht auch einen Bonus. Ups. So, grün, blau. Und nochmal grün. So, jetzt bräuchte es mal noch eine andere Farbe, sonst wird das Bild ja gar nicht vollständig. So, 2. Da ist jetzt wieder ein Kristall rausgefallen, was auch immer der bedeutet. Gut, danach muss ich aber dann mal wieder in den Kampf reingehen, sonst läuft das ganze Tutorial ohne mich ab und ich lerne nicht die Sachen, die ich eigentlich lernen wollte. So, jetzt genug Minispiel. Und so. Okay, ich bin noch nicht fertig mit dem Minispiel, verdammt. Aber jetzt war es das. Gut. So, also raus aus dem Minispiel. Und was gibt es jetzt? Eine Empfänger der Schriftrolle. So, Schriftrolle übergeben und schließen. Verwende die gelernten Talente. Sie verursachen mehr Schaden als gewöhnliche Angriffe und machen dich zu einem gefährlichen Gegner. Okay, ich kann mich ja jetzt hier eh rüber teleportieren. Bei der gegnerischen Turms bekommen alle verbündeten Helden zusätzliches Prime. So, ich habe jetzt im Moment... Mit der Tab-Taste kannst du dir die Statistik des Spiels ansehen. Wenig. Here it comes. Nach der Vernichtung des gegnerischen Waffendepots kommt die Garde den Helden zur Hilfe. Die Garde... Okay. So, Blitzfaust. Okay, das sind Prime, Tode, Unterstützung, Punkte, Todesschläge. Punkte. Yes. Okay, da kann ich jetzt inzwischen meine Fähigkeiten einsetzen. Kugelblitz, Schaden, fügt auch Schaden zu. Den Feind hinter sich 12 Schaden alle 4 Sekunden. Das ist wahrscheinlich auch gut, wenn ich weglaufe. Erzeugt für 10 Sekunden einen Bereich in der Stärke und Intelligenz
Jetzt lauf doch nicht weg. Wir zerstören den Tempel der Künste. So. Wenn du Verbündete im Kampf unterstützt, bekommst du zusätzliches Prime. Sehr schön. Du hast genügend Prime angesammelt. Wähle und ab. Ja. Jetzt Geschwindigkeit. So. Dein Held ist tot. Aber keine Sorge, er wird bald wieder auferstehen. Wir haben irgendeine Welle ausgelöst und mich platt gemacht. Gut, dann schon mal wieder nach Hause. Mit Rechtsklick. Na schön. Okay, zerstöre immer noch den Tempel der Künste. Eine Minute, wieso dauert denn das jetzt so lange? Das heißt, das war jetzt bloß in dem anderen Spielraum so lange, so schnell. Mehr Schaden als gewöhnliche Angriffe und machen dich zu einem gefährlicheren Gegner. Ja, und das da, Kurzschuss, Zeichen der Vögel und Zorn des Himmels führt allen feindlichen Helden 90 Schaden zu. Wird vom Team nicht häufiger als einmal in 10 Sekunden verwendet. So, wer ist da noch aktiv? Da ist doch ein gegnerischer Held, oder? Ne, da wird nur gekämpft. So. Kaboom. So, weiter. Jetzt bin ich zumindest nicht alleine unterwegs. Und die haben die Fahne gerade kaputt gemacht. Und sogar für sich erobert. So, jetzt erstmal die Fahne wieder zerstören und dann selber wieder aufbauen. Okay, das macht jetzt schon der andere. Und dann dort das Gleiche, dass dort jetzt die Fahne erobert werden kann. So, die wieder angreifen. Und dann dürfte es ja jetzt eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Was ist denn eigentlich das R für... Achso, das ist für unsere. Ah, jetzt haut der Typ wieder ab. Aber dann auf jeden Fall hier auch die Fahne nach oben. Damit das hier für uns sichtbar wird. Aber so ganz sichtbar bleibt es dann doch nicht. Wähle und aktiviere ein Talent. Das macht deinen Helden stärker. Das sagt anscheinend jedes Mal nur dann, wenn es tatsächlich auf Maximum ist. So, da ist jetzt auf jeden Fall das nächste Teil gefallen. So. Aber nicht schon wieder zu dicht rangehen. Dein Held hat wenig Gesundheit. Gehe zurück zur Basis, um Kraft zu regenerieren. Ja, ich werde jetzt sicher nicht bis zurücklaufen. Oh, verdammt. Ah, weg. Jetzt die schöne Fähigkeit aktivieren, dass die alle hinter mir Schaden nehmen. So, jetzt kann es ja eigentlich nicht mehr lange dauern. Oh, verdammt. Das war dann doch zu viel. Ja, aber jetzt ist der Tempel eh schon zerstört. Okay, soweit wieder zurück zum Spiel. Gut, das sind die, genau, aus dem letzten Kampf. Die natürlich von den Leveln her schon einiges weiter sind. Dann... Ja, das Ding kann ich wieder
zumachen. So. Okay, soweit eigentlich zum Spiel. Das war jetzt auch schon einmal die Arena. Das Tutorial ist jetzt dann schon wieder ausgeblendet. Auf jeden Fall war es ganz gut, dass es nochmal kurz angezeigt wurde. Soweit jetzt nochmal ein kurzer Blick mit dem Tutorial ins Grenzgebiet. Also letztlich eben die gleiche Karte, die dann auch für die PvP-Schlachten verwendet wird. Oder zumindest die gleiche Systematik. Ich weiß nicht, wie abwechslungsreich die Karten als solches sind. Und ja, soweit für heute, für diese Folge. Nicht ganz das erste Mal angeschaut, aber schon lange nicht mehr gespielt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.